Let's Play und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von The Pass. Ja, bei der letzten Folge haben wir ja hier beim Hauptbahnhof aufgehört. Ich glaube, da hat es aber nicht mehr geregnet, aber jetzt regnet es wieder, weil ich den Speicherstand neu geladen habe. Und ja, wir sind aber wieder mit dem Gelenkbus unterwegs und fahren jetzt weiter zum Alexanderplatz. Ja, ich fahre jetzt ohne Lenkrad. Fällt mir gerade auf, habe ich vergessen, egal. Aber es gab jetzt den Patch 1.1. Da wurden jetzt viele Navi-Fehler und sowas und Texturenfehler ausgetauscht. Und ja. Oh genau. Weiß ich jetzt aber nicht, was sich da geändert hat. Es wurden halt viele Fehler behoben, die halt sehr auffällig waren. Richtiges Berliner Wetter. Regen, Regen. Invalidenpark. Oh, da bin ich aber ein bisschen schnell unterwegs. Ja, in der letzten Folge war ich ein bisschen rowdy-mäßig unterwegs. Jetzt verhalte ich mich aber möglichst wieder an die Straßenregeln. Einer will ein Ticket, das ist ein Träumchen. Ja, da kann ich eigentlich eh so weiterfahren. Aber irgendwie, manchmal ist die Performance ein bisschen zu weit unten. Kann aber auch daran liegen, dass ich das Spiel jetzt seit 1. April nicht mehr gestartet habe und den Speicherstand überhaupt erst sehr nach langem wieder, weil ich nicht gewusst habe, dass der Bass so gut bei euch ankommt. Am Anfang hat es nämlich nicht so gut ausgeschaut wegen den Aufrufen. Dann hätte ich halt keine Folgen mehr gemacht. Wenn es euch nicht interessiert, dann hätte ich alleine weitergespielt. Jetzt habe ich gerade noch ein bisschen Zeit. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, dass ich noch schnell ein Video aufnehme. Ich nehme jetzt aber gleich dann mit Fantamio sein erstes Gameplay-Video auf. Der hat jetzt nämlich auch einen YouTube-Kanal, da habe ich mit ihm jetzt in den letzten Tagen den Intro und Outro und Kanalbanner und Wasserzeichen und Beschreibung und alles gemacht. Deshalb hatte ich da jetzt nicht so viel Zeit. Für meinen eigenen Kanal. Ich glaube, wir nehmen Rocket League auf, also an die Leute, die Rocket League interessiert, ihr könnt mal auf seinem Kanal vorbeischauen. Er heißt wie immer Fantamio. Wie immer. Ja, und ist jetzt auch auf meinem Kanal verlinkt. Das konnte ich jetzt nämlich die ganze Zeit nicht, weil, dass ich ihn da verlinken kann, dann muss er einen offiziell richtigen YouTube-Kanal haben. Den hätte er zwar eh gehabt, weil er ja andere abonnieren kann. Nur, du wirst von YouTube wirklich erst als YouTube-Kanal gesehen, wenn du, und kannst diese dann auch verlinken, wenn du, wenn du ein Video hochgeladen hast. Das hat er jetzt gemacht, den Trailer und so, das habe ich ihm alles gezeigt. Ja. Mr. Cube hat jetzt auch schon einen YouTube-Kanal. Alle fangen wegen mir mit einem YouTube-Kanal an. Meine Freunde. Alle noch zuerst, wie ich ihnen davon erzählt habe, ich will einen YouTube-Kanal machen. Nö, weg mit dem. Und haben eher gesagt, ja, mach halt. Gut, wir machen da jetzt nicht mit. Und mittlerweile, weil ich jetzt in letzter Zeit viele Abonnenten dazu bekommen habe, aber werde ich jetzt sozusagen akzeptiert, könnte man sagen. Und da haben wir schon wieder einen Navi-Fehler. Wisst ihr, was wir reporten jetzt? Kategorie
Multiplayer-Menüs, HUD. Ja, sowas. Beschreibung, das Navi. Schreibt man das so? Navigation. Die Navigation funktioniert hier nicht. Absenden. Thanks. Kein Ding. Aber jetzt geht's auf einmal. Das war ein bisschen ganz schlecht gefahren. Da hätte ich jetzt, glaube ich, nicht fahren dürfen. Das ist einfach nur irgendwie so mehr Platz. Ja, der biegt zum Glück ab. Das heißt, wir haben hier ein bisschen mehr Glück. Zurück werden wir dann mit dem Solobus 12 Meter Dreitürer fahren. Aber da, da werden wir dann bei Sonne fahren. Jetzt fahren wir ja gerade mit Nebel und Regen. Das letzte Mal sind wir auch irgendwie mit Nebel und so, aber dann am Ende irgendwie Sonne. Wir werden uns halt da alles nochmal anschauen. Da werden wir auch 2 Folgen zurückfahren. Dann werden wir uns noch so ein paar Orte anschauen, wie das bitte. Ah ja! Fahr doch! So eine Nervensäge! Hallo! Ach, ich werde. Wenn der jetzt fährt, ich. Da haben wir ja eine Station. Grüße. So. €10. Ah ja, das wird noch geändert. Es ist jetzt öfters, dass du einen eben mit €10 gezahlt wird und nicht nur mit Münzen. Der will auch was, ne? Das haben sie jetzt ein bisschen häufiger gemacht und dass auch 24-Stunden-Tickets verkauft werden. ABC, ups. Ah, diese BC-Tickets werden hier nicht gekauft. Ich glaube, die werden dann erst, wenn die neuen Linien dabei sind, weil wahrscheinlich ist AC dieser Raum hier, wo du fährst, und das da wird dann BC sein oder sowas. Vielleicht so, dass du hier halt, ist ja logisch, du wirst das Ticket kaufen, mit dem du halt hier in der Gegend herumfahren kannst und nicht in eine andere Gegend. Vielleicht, dass das derzeit gar nicht drin ist. Ah, hier kommen wir 50 Franken. Angenehm. Tempomaten hauen wir rein und fahren wir. S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor. Ja, wir werden uns dann, das habe ich mir gerade überlegt, in der 6. Folge dann eben so Sehenswürdigkeiten uns anschauen. Brandenburger Tor, Fernsehturm und ja, das ist hier eigentlich bis jetzt auf der Linie das beliebteste und halt das den Betriebshof, der was halt jetzt schon fertig ist, nur von dem du derzeit noch nicht starten kannst. Okay, einsteigen und aussteigen wollen auch welche. Gut. Müssen wir alle Türen öffnen. Da sind jetzt alle draußen, so wie es ausschaut. Dann können wir die schon. Ah, da sind es gerade erst rausgekommen. Ah, steigen kann er mal. Da sind auch alle, dann können wir hier auch schließen. Ich bin irgendwie heute so motiviert für die Aufnahme. Ich weiß nicht, was da los ist. Macht's einfach wieder Spaß. Mein Spaß macht es mir eh immer, aber Unter den Linden das Friedrichstraße. Spiel macht mir wieder so viel Spaß. Wo wir da gestern über Rot gefahren sind, das geht doch gar nicht. Ich kann doch hier kein schlechtes Vorbild sein für euch.
unter den Linden. Interessant, was hier noch steht. Von 7. Ach, wann? Sind wir eigentlich pünktlich? Ja, wir sind. Ja, das können wir uns schon leisten, dass wir jetzt bei der Ampel stehen. Also, ich finde, der Fahrplan ist sehr angenehm. Weil wir waren 4 Minuten zu spät. Ich meine, ich bin in der 30er-Zone manchmal ein bisschen schneller gefahren. Und das bringt in der 30er-Zone schon sehr viel an. Wahrscheinlich sind wir jetzt deshalb früher. Aber als ob das da nach da vorne 71. Achso, die Station ist da. Ich sag nichts mehr. Weil da, das ist schon ein bisschen. Und ich finde es gut, irgendwie gut, aber irgendwie auch unrealistisch, dass der Bus so schnell beschleunigt. Aber das waren jetzt keine 70 Meter. Das hat jetzt doch weiter ausgeschaut, als was es war. Hallo, stehen bleiben. Das war jetzt schon. Alle sind alle schon drin. Sind so bei den Türen schon alle drin. Sieht gut aus. So müssen wir drücken. So. Können wir fahren? Ja, geht. Ist da nicht Busspur? Weiß ich jetzt gar nicht. Start super. Ja, ist Busspur. Ich muss schon sagen, das habe ich auch das letzte Mal gesagt, das Regenwetter sieht schöner aus, vor allem hier mit dem Nebel. Ach nö, diese enge Kurve hier, die hasse ich. Da sollte man eigentlich langsamer reinfahren, vor allem wenn man es weiß. Ja, aber da bin ich wieder ein schlechtes Vorbild. Ah ja! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass mein Bus so fett ist. 3 Minuten zu früh, bitte. Kann ich jetzt schon noch ein bisschen warten. Schauen wir uns kurz die Fahrgäste an. Ja, sind schon angenehm voll. Aber das Gelenk, irgendwie lenkt das nicht so intensiv mit. Also wenn man sich da reinstellt und in einer 90-Grad-Kurve ist, kritisch. Ja, ich habe im letzten Video bei der News-Folge das Projekt Stadtleben beendet. Es hat halt, ich habe es in dem Video nicht erwähnt, dass es mir dann erst eingefallen ist. Es war halt schon sehr spät, wie ich das aufgenommen habe und veröffentlicht habe. Aber das hat finanzielle und Motivationsgründe, warum ich das so beendet habe. Weil eigentlich hätte es so ein Projekt werden sollen, das mich durch den meine ganze YouTube-Karriere begleitet, mit mehreren Teilen und sowas. Aber, nee. Ich habe so mindestens 20 Euro für das Projekt ausgegeben, was für meine Verhältnisse schon viel ist. Und immer wenn ich gefragt habe, nehm mal auf, kommt's. Oder 16:30 treffen wir uns, nehmen wir 4 Folgen auf oder zumindest den Intro und alle auf dem Discord sagen, ja, ich bin da und am Ende waren nur 2 von 3 da. Wenn der andere hatte dann private Sachen und so, aber keiner hat das Projekt nie wirklich gejuckt. Das hat sich jeder irgendwie angeschaut, aber ja, und die Story, es hätte 80 Folgen lang sein sollen, da habe ich Drehbücher und sowas schon geschrieben. Das hätte nie was werden können. Ah, die KI hält jetzt viel früher. Ist mir gerade aufgefallen, weil der mich erst kommen sind im Licht wahrscheinlich und sind haben schon gehalten. Ja, also das hat Gründe und deshalb wird es damit nichts. Aber ich habe schon wieder Neuigkeiten so für euch, die ich leaken kann. Ich habe das dann nachdem ich das Video veröffentlicht habe. Oh. Habe ich ja, das auf meinem Discord-Server auch geschrieben, halt, ich beende das. Das habe ich Ihnen nicht davor geschrieben, ist auch irgendwie komisch. Ich hatte halt eine Hetzerei. Und ja. Die haben es aber eigentlich gut angenommen.
Weil der Film wird jetzt, haben wir uns ausgemacht, schon habe ich mir mit Fanta mir ausgemacht, dass ich, Essen nämlich da auch dabei, es sind eigentlich eh alle dabei. Das soll dann so oft aus der Third Person sein, viel Aufwand zum Schneiden, viel Aufwand zum Vorbereiten. Wir, drei Leute machen die Map mit der für die Story ready. Der Tanzbär macht die Skins, der ist jetzt zwar noch nicht ganz so zufrieden mit der Rolle, aber wahrscheinlich wird er es eh machen und ansonsten muss ich sie machen. Ah, das wird schön. Und da haben jetzt wieder die Leute ein bisschen Motivation, weil sie sich denken, ein Minecraft-Film. Und es wird auch auf derselben Map passieren. Muss, warte, wir sind jetzt schon beim Alexanderplatz. Das stimmt, die Folge geht schon so lang. Interessant. Ja, Endstation. Ja, es wird auf derselben Map stattfinden. Andere Namen, andere Story und ich probiere es grundsätzlich noch immer so kurz wie möglich zu machen, aber nicht zu Ding. Zu lang. Weil zu lange Videos, die finde ich nicht gut. Und das, dafür ist YouTube nicht gemacht und das werden wir auch nicht machen. Wahrscheinlich wird das, der Film dann 40 Minuten sein mit. So wie Farmlife 10 Minuten, wird das 40 Minuten sein oder wahrscheinlich wird es eh noch länger, weil die Story sich so lange durchzieht. Die ist mir einmal in der Nacht eingefallen und ich war sofort überzeugt davon, dass das was wird. Ja, jetzt sehen wir es mit dem Gelenkbus. Jetzt haben wir da das. Kann ich hier eigentlich schon direkt die Busse ändern? Route. Ah, cool, dass die Station wann Abfahrt und wo. So, okay. Ah, da kannst du jetzt nichts machen. Okay. Ich muss den Bus wechseln, das heißt, ich muss dann einen neuen Spielstand machen. Ja. Dann wisst ihr jetzt ein bisschen was mehr über. Und, ah ja, es wird jetzt. Haben wir uns halt ausgemacht über Minecraft Startleben. Den genauen Namen weiß ich nicht mehr, das fand mir auch eingefallen. Minecraft Startleben, Rätsel in Nox City oder sowas. So ähnlich wird das heißen, nicht The Story of a Minecrafter. Das ist ein zu langer Name, aber ich finde den Trailer habe ich schon heftig gemacht. Mit den 10, also da am Ende mit diesem Boom, a Story, Boom. Also a Story of a. Und dann Minecraft. Ja. Und ah, das wäre zu viel Aufwand gewesen. So ist es jetzt leichter. Und da wird auch dann noch ein Trailer rauskommen, wann das genau dann im Sommer veröffentlicht wird. Hoffentlich noch vor den Sommerferien. Jetzt haben wir ja eh alle Schularbeiten erledigt. Ich in meiner Klasse. Und es sind eigentlich nur Klassenkollegen und ein paar, mein Bruder dabei. Und mit denen werden wir halt den Film dann machen. Und das geht sich jetzt wahrscheinlich, vor allem Juli, da haben wir nur wahrscheinlich ein, zwei, ein Test oder sowas und dann ist eh schon Notenschluss und ein paar kleinere Wiederholungen. Es wird jetzt angenehm und da kann ich jetzt halt da viel Zeit reinstecken. Ja, aber die Folge ist jetzt eh wieder lang. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr eine positive Bewertung da lassen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.